Hallo und herzlich willkommen im Metze Power Cup. Mit dabei ist der Enning, mit dabei ist der Lask, der das Heimspiel bestreitet. Mit dabei ist Kara Görüksbühr, die erste Cup-Mannschaft. Hallo Enning. Ja, hallo. Was denn? Du blind startest zu sein. Entschuldigung. Ja, es ist erste Liga gegen dritte Liga. Quasi dritte Liga. Ja, wir sagen jetzt einfach dritte Liga. Das sind die Wildcard-Mannschaften. Ah, den hat er sich geschissen bekommen. Ja! Der LASK ist derzeit in der Liga auf Rang 3. Natürlich auch damit der Favorit der Partie. Ja, und was ganz wichtig ist zum Beachten, hier steht zwar die Türken sind halt hier an erster Stelle gegen den Linz LASK, aber wir spielen hier laut Spielplan, da hat der LASK das Heimspiel. Wir haben nämlich quasi eine Last-Minute-Änderung gemacht, das muss man auch sagen. Sollte es hier im Spiel unentschieden sein, werden wir einfach ein zweites Spiel machen und darum zählt da quasi dann das Auswärtstor auch oder nicht. Also das mögliche Auswärtstor zählt auf jeden Fall, egal jetzt in welchem Spiel es geschossen wird. Wir wollen einfach den Spielabbrüchen von FIFA entgegenstreiten. Na, da hat der LASK seine nächste große Möglichkeit. Ja, Cup ist natürlich ein Titel, den man quasi Titel mit U. mit 5 Siegen gewinnen kann. Manche mit 4. Manche mit 4, ja, stimmt. Gut aufgepasst. Weil es gibt ja schon eben 4 Mannschaften, die sich schon fürs Achtelfinale qualifiziert haben. Weißt du die vielleicht auswendig? Ja, Salzburg, St. Pölten, Altach und Rapid. Ja, außerdem ist, glaube ich, der Cup ein wirtschaftlich wichtiger Aspekt. Oh, Torlinientechnik, sofort. Oh, du hast mich reingestoßen, aber. Interessiert mich nicht, Torlinientechnik. Ja, wirtschaftlich für die erste und zweite Liga aber nur. Ja, das stimmt. Was ist, wenn eine Drittligamannschaft den Cup holt? Die werden dann sicher aufsteigen irgendwann. Nehme ich an. Oh. Aber die können das Budget quasi nicht nur. Oh, warum stoppt er das ab? Die werden das Budget nicht nutzen können, sage ich mal. Warum nicht? Oder schon? Na, wenn sie aufsteigen, haben sie das Budget. Okay. Das gibt's nicht! Und da lass mit der nächsten guten Aktion. Ja, Lung im Tor. Klingt sehr türkisch. Viel zu tun, aber man muss natürlich aufpassen auf die Konter der Türken. So wie jetzt! Oh Gott sei Dank hat sich der noch einmal genommen. Nimmst du denn nicht mit Kopf? Ja, grab dich ein, Alter. Grab dich ins Loch, dass man dich nicht mehr sieht. Alter, mit der Brust hat er angenommen. Ja, es ist ein sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Ja, keiner versteckt sich hier. Oh.
Oh, das war ein kurzer Vorteil. Ja. Leider. Ja. Oh, schön gesehen. Ja, schön gesehen. Ja. Jetzt ist er drin. Hat sich abgezeichnet bei beiden Mannschaften eigentlich. Nur die Mannschaft sollte die aufsteigen, die wird in der Form nicht existieren können. Ich glaube, die haben auch 3,5 Sterne. Echt so viel? Ja. Oh, schade, Pogadets. Ja, 1:0 der Pausenstand. Und was wir auch sagen müssen, es wird wirklich jedes Cup-Spiel gespielt. Ja, das müssen wir auch sagen. Die Regelung lautet nämlich so, weil es kann sicher passieren, dass mal bei dem einen mehr Mannschaften ausscheiden. Da kann man dann keine Unentschieden machen, logischerweise wie in der Liga. Sondern dann wird einfach nicht dieselbe Mannschaft genommen, weil da müsste man ja die Transfers des anderen auch machen. Ja. Und die Ausstellung. Nein, sondern man nimmt... Man nimmt die Liga her und nimmt eine Position schwächer, beziehungsweise schlechtere Mannschaft, die nächst schlechtere Mannschaft von sich selber. Wäre jetzt zum Beispiel in der dritten Liga etwas schwer, aber gesehen jetzt, wenn ich jetzt gegen meine eigene spielen müsste und ich. Aha. Und ich würde den LASK jetzt nicht spielen, sondern eben die Düken, dann müsste zum Beispiel jetzt. Weiß nicht. Da fahren wir mal. Weiß nicht. Das soll jetzt nicht sein. Austria nehmen. WRC? Ja, WRC. Austria, ja. Ich kenne die Tabelle nicht auswendig. Ich auch nicht. Deswegen. Also von der Tabelle her schwächer, nicht von der Sternenanzahl. Na, von der Tabelle. Ach so. Die Sternenanzahl hat ja nichts zu bedeuten. Ah, oh, die gefallen mir aber von der Spielweise schon, die Türken. Oh, shit. Oh. Oh, wichtig, Gebauer. Oh, wichtig, Gebauer. Ja, weil du gesagt hast, Geldregen. Wie sieht es mit dem Geldregen aus? Sagt das uns, unseren Leuten. Falls du das weißt. Muss ich nachschauen. Okay. Auswendig weiß ich. Oh! Nicht. Ups. Aber ich glaube 10 sind es im Aufstieg in der Achtel. Oh. 10 bin ich mir sogar, glaube ich, sicher, aber beim Rest weiß ich es nicht. Oh, wichtig. Schön. Ja, aber kann er mitgelaufen? Richtig. Oh.
Ja, die sind bissig. Na, das stimmt. Zu weit. So, jetzt kommt, glaube ich, einer der bekannten Spieler, die wir kennen. Du Ja, kommst auch gleich aufs Feld. leichte Fitnessprobleme haben die. Lasker jetzt schon nach 70 Minuten. Das war so nicht beabsichtigt. Varela. Ja, 10 Minuten haben die Linzer noch auf den möglichen Ausgleich. Oder die Türken, um den Sack zuzumachen. Ja! Oh, Aber das es war war nicht draußen. Elfer. Na, es war draußen. Glaube Der ich halt. Captain. Aber könnt vielleicht nach hinten greifen. Das wäre letzten 8 Minuten vielleicht. Bisschen Nass. bitter. Na, schade. Und außerhalb. Puh. Wow. Schön gemacht. Puh. Schön gemacht. Bogertetz, Und oder? Nein, wer war's denn? Sag's mal, wer war's? machen wir es noch spannender. Na, der kann auch nimmer. Auch wurscht. Leimer! Leimer. Ja, jetzt geht's noch. Paar Minütchen. Aber man hat sich vielleicht in die Türkei gespielt. Man muss das dann positiv sehen. Ganz wichtig. Wichtig. Oh, das war jetzt Wut vom Ranftl, aber damit kann er gehen und damit schadet er wieder den Laskern. Ja, und da sieht er für rot. Ganz klar, war rot. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja, ein bisschen übermotiviert, kann man sagen. Jetzt sind die Emotionen im Spiel. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja, oh mein Gott, Riemann, Riemann, Riemann! Lask führt!
Oh mein Gott. Was war da jetzt? Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 90. Minute Riemann, der hat das erste Tor schon eingeleitet und jetzt das zweite selbst in die Hand genommen. Das ist Wahnsinn jetzt. Lask dreht die Partie hier. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes in added time. Jetzt! Ah. Ah, shit, jetzt habe ich abgedrückt. Ja, Gratulation an den Lask, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr geglaubt. Ich dass ehrlich sie gesagt hier die auch Partie nicht. Noch gewinnen. Ja, ja, er hat den Anteil daran gehabt. Er hat es wortwörtlich an den Füßen gehabt. Ja, knapp an einer. Hat ein Debakel vorbeigeschlittert, dass man in der ersten Runde gegen einen Drittligisten ausscheidet. Man erwartet natürlich vom Bundesligisten viel immer. Da sehen wir das 1:0 von Tom. Nein, Cherry, Entschuldigung. Cherry. Von Fox hat es auch geben. Ja, nicht viele Aktionen eigentlich. 84. Dann da Riemann mit der Flanke und da steht Leimer ganz, ganz frei. Ja, das rächt sich. Und dann schalten wir um in die 90. Und da, keine Ahnung, was da bei den Türken los war. Da sehen wir es. Blackout. Nein, da sehen wir es doch nicht. Wann sehen wir es? Ja, da sehen wir das Blackout. Von Ramftl. Der natürlich mit dieser roten Karte sein Team nicht unbedingt helfen wollte. Dann da, schön. Da gerade nicht erwischt, gut drüber gesprungen. Dann wieder im zweiten Rutschen nicht erwischt. Und, dann lasst und das war das Todesstoß. Riemann nicht stören bei seinem Schuss. Ja, im Finish doch noch verdient gewonnen, sage ich mal. Bitte natürlich für die Türken, die hier eigentlich so gut aufgezeigt haben. Ja, ja, ja. Entschuldigung. Ja. Gut, wir sehen uns im nächsten Spiel, im nächsten Bis Cup. Bis dann, halt rein. Ciao. Macht es gut. Ciao.